Jona Friedmann. Jona Friedmann, legendäre Figur der französischen Situationisten, die sich in den 50er und 60er Jahren ja auch wirklich ganz grundsätzliche Überlegungen zum städtischen Leben und zu den Ökonomien des städtischen Lebens gemacht haben. Friedman hat hier an der Rückseite des Schiffbaus ein monumentales, sage ich mal, Pamphlet für den öffentlichen Verkehr angebracht, von dem er fordert, er müsse quasi umsonst sein. Ne? Auch natürlich hinsichtlich dessen, dass er sagt, Europa ist mittlerweile ein großes Zentrum, ne, das eben mit der Bahn miteinander verbunden werden kann. Es müsste eigentlich irgendwie alle 10 Minuten ein Zug nach Paris geben. Ne?